Also im ersten Moment habe ich so gedacht, okay, es ist wie eine Art Roblox-Spiel, weil Roblox hat auch immer sowas gemacht, ne? Sowas hier mit Dungeon Crawler und sowas instanziert und so. Okay, wir gucken mal weiter. Oh, Bing! Junge, bam, große Statue weg. Okay, hier kommt wieder Flachs. Ah ne, Blue Delphinus. Was ist das denn? Wieder irgendwas zum Sammeln? Irgendwas Neues zum Sammeln. Okay. Ach, auch wenn ich an den Totems ranlaufe, explodieren die. Interessant. Ja, wir sammeln jetzt einfach mal die Dinger. Gucken wir mal. Könnte ja wichtig sein. Fünf Essenz. Wo sind die Gegner, wenn ich sie brauche? Hallo, wo seid ihr? Kommt zu mir. Da sind sie. Alter, wie viele Totems gespawnt werden. Aber ich krieg keinen Schaden davon. Okay, das ist cool. Nur Gegner also. Was kommt doch, kommt doch. Ist natürlich für die Masse ist natürlich genial, ne? Man merkt schon, dass die wirklich schon mehr brauchen als nur einfach ein Hit. Hohen Level merkt man das schon. Alter, man spammt hier regelrecht echt alles voll, ja? Das ist Wahnsinn. Brauche nur noch 400 Devil, dann habe ich dich. Ja, es werden langsam mehr. Immer schön die Truhen öffnen hier, ganz, ganz wichtig. Ja, die sind so ein bisschen lahmarschig, ja, die Golems hier. Hat das schon geil, ja, mit den Totems? Nicht schlecht. Bäm. Yippie. Alle wegkicken hier. Ich sage, also hier würde jetzt echt noch wirklich so ein Multiplayer-Dings fehlen. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall. Was war das? Einfach so Bäm, Junge. Da muss echt aufpassen, ne? Es wird langsam immer mehr. Also.
Euch los. Sich hier wohl gesammelt. Ja. Auf jeden Fall. Oh. Etwas Schönes. Cool. Also Bogen auf jeden Fall, da brauchst du sowas. Au eh. Vor allem, weil du dann auch schön aus der Entfernung dann spielen kannst, ne? So. Mal hier. Oh, ich habe einen Skill. Also wenn er einmal prockt, prockt er, ja? Wahnsinn. Aber es ist halt ein bisschen lahm, ne? Ja, wo schießt der hin? Jetzt. Er hat gerade irgendwie ganz komisch geschossen. Die falsche Richtung. Wow, was bist du denn? Lass mich in Ruhe. Justice will prevail. Level 20. Was 100% Brockchance auf meine Spinning Blades. Okay. Ja, also die Bosse haben es echt in sich. Also da muss ich echt aufpassen. Erstmal alles schön kaputt schlagen hier. Sich gerade die Augen zugehalten. Genau, immer schön drin hier. Guck. Ich glaube, Bogen wird nachher richtig stark. Na, guck mal, der ist gar nicht geskillt, ne? Der Bogen. Und der macht schon gut Damage, muss ich sagen. Also, wenn da schon schön was sprockt, der geht bestimmt schön ab nachher. Ein Key brauche ich, ein Modde-Key. Habe ich den hier drin? Jawohl. Super. Okay. Course Reward. Was haben wir hier? Fire, Totems. Lightning. Okay. Use the Crown with a Static Charge. Also ein Elektrofeld ist das. Kompletter Verkan. Blood Dragons. So Blood Dragons kommen dann raus. Okay. Ist auch nicht schlecht. Gucken wir mal, was das ist. Oh ja, schöner Stiefel. Schöner Stiefel und gleich Erfolg gekriegt. Nice. Zack. So. Und
Der ist besser, okay. Gut. Gibt aber schön equipped, ne? So, was hier? Tönnessens. Okay. Umwandeln. Und los geht's. Oh, was habe ich jetzt gekriegt? Reaper of Time. Eine Keeper of Time. Sense of Time Guardian. Okay, was ist das? Click Stations marked with upgrade. Ah. The Raptor Gate Intensity, the Raptor completing a Raptor will now unlock two additional levels. Ah. Ich kann die verstärken. This will grant you the ability repaired shattered blue powder. Okay, auch mal Upgrade. Ja. Ah, das Upgrade Station. Auch nicht schlecht, okay. Können wir auch gleich machen. Zack. Nochmal. Cool. Oh, 45 jetzt. Krass. Okay. Justice will prevail. Also kann ich jetzt sozusagen überspringen. Ah, okay. Cool. Kann ich gleich auf Level 8 überspringen. Aber wir sammeln einmal Dinger. Kann man das nur einmal sammeln? Oder kann ich das mehrmals sammeln? Bestimmt nur einmal, wa? Hier ist Level einmal. Okay. Gut, was können wir denn jetzt bauen? Oh, jetzt kommt ganz... Oh, jetzt drücke ich auch noch B. Oh. Ja, B ist bei mir normalerweise Rucksack. Plank, ah, hier. Schraube. Ah, dafür brauche ich die. Okay, gut. Gut, gut, verstehe. Fire Shards. Und in den Misty Mountains, okay. Aber ich glaube, wir haben gute Stiefel. Die Lifesteal Chance. Critical Damage. Oh, ist wieder voll runtergegangen, ne? Wir waren mal auf 70%. Critical Damage, das ist echt krass. Ah, nee, es liegt an der Waffe. Haha. Es liegt an der Waffe. Okay. Liegt an der Waffe. Ich glaube, die brauchen mehr. Critical Chance muss ich auf jeden Fall hochkriegen. Das ist noch zu wenig hier. Also da muss locker 30-40% hin. So. Gucken wir mal. Aussieht hier 3. Okay. Alle besser. Oder die sind besser, die ich habe. Hier ist der besser. Okay. So ein Vent. Da ist der natürlich besser. Ist der besser. Zack. Okay. Hammer. Welcher ist besser? Gar keiner. Okay. Gut. So, mein Totems. Ich heb die eh alle einmal auf. Dann kann ich die nachher nämlich schön kombinieren. Bin gespannt, was diese Blood Dragons machen. I feel sorry for your enemies. Was ich auch schon mal gut finde, dass du nicht jeden Mist reparieren musst. Das finde ich auch top, ey. Also manchmal musst du ja richtig loslegen hier mit reparieren und so. Das ist manchmal echt ätzend. Okay, noch mal ein paar Stoffdinger hier herstellen. So. Okay. Ich denke mal, wir kriegen bestimmt noch
bessere Rezepte. Ich würde sagen, da stand gerade 24, also gibt es wahrscheinlich 24 Rezepte oder so, keine Ahnung. Aber irgendwas war da. Keeper of Time. Ja, das ist schon. Aber so sieht das nachher aus hier, okay. Verstehe. Gucken wir mal. Gut. Kann ich noch was machen? One-Handed ist bald fertig, ey, krass. Wild a shadow clone of your weapon on your other hand. Your damage is increased with normal attacks. Okay. Ist ja cool. Sind die eigentlich kombiniert? Das wäre natürlich cool. Das ist cool, Dual White, ja. Sind die kombiniert? Zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier nehme, kann ich dann die Passiven von den anderen mitnehmen? Das wäre ja richtig cool. Achso, ich brauche noch Pfeile. 93. Kaufen wir ein paar Pfeile. Or buying. Das ist natürlich richtig cool, wenn die so ein bisschen kombiniert sind. Passiv ist nur für die ausgerüstete Waffe aktiv. Ah, okay. Ja, macht ja auch Sinn, ja. Aber wäre cool gewesen. So, weiter geht's. Okay. Was erwartet mich hier? Krass, Alter, guck dir an. Wahnsinn. Wenn der Perk trifft. Ah, das ist echt abhängig vom Perks. Oh, da, da ist ein Drache, cool. Auch wieder so ein AOE-Ding, okay. Und dafür brauche ich halt auch Speed, ne? Für. Da ist Speed natürlich richtig genial. Das Speed natürlich richtig schön. Epic Armor. Okay, 45 Essenz brauche ich dafür. Hast du schon gewusst, wenn man aus einer Masse raus will, kann man einfach reiten. Zack. Dann kommt man auf so eine Masse raus. Aber so schnell muss man natürlich erstmal agieren, ne? Ja, es fehlen ein paar Skills. Und die Perks müssen auch ein bisschen mehr schneller werden hier. Okay, also einzelne Schüsse bringt fast gar nichts. Ich will jetzt immer Q-Skill verwenden und in die gelben Areale sein.
Ja. Das stimmt, ja. Das setzt sich immer sonst wohin, ne? Der Wahnsinn. Wo schießt der denn hin? Okay. Also der muss noch ein bisschen üben hier. Jetzt geht. Jetzt, okay, jetzt geht's los hier. Bam, jawohl. Jetzt. Ja, das wird schon schön. Jetzt haben wir einen schönen Skill. Okay, 45, was kriege ich dafür? Oh, yeah. Hey, nicht da wieder reinlegen. Yeah. Schön. Oh, ein Bettchen zum Ausruhen. Braucht keinen Platz zum Ausruhen, einfach wegdreschen. Jetzt weißt du auch, warum die das alle benutzen. Also, wenn du das in Verbindung mit Dings machst hier. Einfach ganz durchspammen. Aber jetzt weißt du, warum sie das alle benutzen. Der brockt ja übelst. Guck mal, wie schnell das geht. Komm mit Leveln. Jetzt geht's los. Guck mal, wie schnell! What the fuck? Muss eigentlich nur noch die gelben Dinger hier sammeln. Und durchspam hier. Zack. Und schon. Alter! Nur noch er durchspam und. Alter. Und dann einfach die gelben Flächen durchlaufen. Yuppie! Ich sag doch, ich hol dich heute ein. Wie schnell! Ne, erst kriege ich gar keine Skills. Guck mal, wie schnell ich jetzt Skills gekriegt habe. Wahnsinn. Gleich kriege ich Blue Screen hier. Aber ich glaube, ich sollte langsam mal reingehen. Hallöchen. Die hat gar keine Chance. Guck mal. Zack. Tot. Wahnsinn, oder? Krass. You hit may cause an electric spark jumping from enemies to. Oh, nice. Summon Blades. Burning Shell. Das ist ja nice. Lock with Zip. Jawohl.
Was kostet der Skill Arrows? Warte mal. Ja, ein. Okay. Das wäre auch so krass, wenn das, wenn da keine kosten würde. Ne? Dann würde man den nur noch durchspammen. Oh, ein Pferd. Okay, krass. Es ist so ein richtig schönes Quiet Game, muss ich sagen. Richtig schön. Ja. Schön, schön. Hier aufsammeln. Habe ich die schon? Nein, habe ich natürlich nicht. Das wird wohl noch ein bisschen... Oh, was ist das? Disenchant? Was ist das für ein Ding? Place items inside the station and dismantle them to magical substance. Oh, und ich habe die alle verkauft. Ja, hier steht irgendwas. Ah, hier. Ach, nur solche Dinger kann ich machen. Nee. Okay, also wenn ich nicht brauche, gut, alles klar. Dann kann ich die hier enchanten. Okay, ich habe die sonst immer verkauft. Gut, wir gucken mal erstmal. Okay, das haben wir. Vortex haben wir. So, ich glaube, ich lasse die mal hier drin jetzt. So. Genau. Dann mache ich die hier hoch. So. Und dann kann ich schön gucken, was ich brauchen kann und was nicht. Also 1 ist hier Dings, das brauche ich nichts. 2 ist ein Bogen, brauche ich nicht. Der ist Maze. Maze brauche ich auch nicht. Lebade, ja, hier ist hier eine bessere. Hier machen wir nochmal Agility, Critical Chance. Das ist schon wichtig. Ja, Bogen habe ich jetzt langsam auch 50%. Super. Critical Damage. Ja. So. Dann die 5. Hoch. 5, 6, okay, 5 ist Speer. Den Speer habe ich. 6 ist das. Okay. Gut. Alle disenchanten. Und dann sollte es nicht passen. Zack. Und jetzt? Ach, hier. Disenchant. Zack. Was kriege ich? Bones und Fire Shards. Okay. Nicht mehr. Kann ich das auch enchanten? Nein. Den? Doch. Okay. Lieber nicht. Okay. Skular hier rein. Justice will prevail. Cool. Zack. Aber ich denke auch hier mit Critical Damage bin ich schon gut dabei. Wenn ich das hier so mache. Ja, Monster Hunter. Ich glaube, wenn ich die rechte Seite gehe, ist das schon nicht schlecht. Attack Speed. Attack Damage. Oder was ist auf der linken Seite? Beast Mode. Ah, hier wäre Critical Damage. Experience. Endurance. Critical Chance. Figuration, increase your life, agility. Okay. Oder das hier, Base Damage, 1%. Kann ich 150% mehr Damage stacken lassen. Und das in Verbindung mit dem, ja, das ist auch nicht schlecht. Eine Verteidigung und einmal Angriff. Das wäre natürlich bombastisch.
Energie-Veneration brauche ich nicht, wenn ich dieses Schild habe. Also wenn ich den Drachen habe. Der macht mir Flächen, da braucht man eigentlich keine Energie-Veneration. Das geht auch ganz gut so. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier so hoch. Und dann, genau, wir machen das hier. Brauche ich das? Number of Inventory of Slots. Ja, eigentlich brauche ich eher den Attack Speed. Ich glaube, das ist sinnvoller. Also wir gehen jetzt hier hoch. 11 Energie. Später gibt das Pad keine Energie mehr. Okay, gut zu wissen. Gut, dann gehen wir hier, machen wir hier die Seite und dann versuche ich das hier zu kriegen. Das in der Mitte, weiß ich nicht, brauche ich eigentlich nicht. Also wir versuchen die rechte Seite zu kriegen und das hier oben. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir noch kommen. Das hier wäre auch nicht schlecht. Also vielleicht machen wir hier alles und dann gehen wir hier oben noch lang. Weil das hier ist eher so für Magier hier. Links. Das wäre eher was für Magier. Denke ich mal. Wir schauen mal. Okay. Einmal hier hoch. Zack. Damage against Bosses. Auch nicht schlecht. Was kommt hier noch? Ja. Okay. Boss, Boss, Boss. Genau. Gehen wir jetzt hoch. Zack. Zack, zack. So. Gut. Ich denke, das wird schon. Gut, das haben wir schon schön was gekriegt. Critical Damage kommt ja hier auch noch dazu. Also. Phantom Archers. Okay, cool. Nice. Auf jeden Fall. Das wird cool. So. Das haben wir, Skulas haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Was kann ich noch Neues bauen? Das kann ich nur. Okay, hier haben wir White Leather Chest. Aber wir haben ja was Schönes eigentlich. Ah, nee. Den Chest kann ich also bauen. Was brauche ich dafür? 30 Barren, das, das, das. Okay, 30 Stück. Habe ich das nicht schon gebaut? Hätte doch 40 gebaut, oder? Okay. Dann brauchen wir einfach mal 100. Wir haben ja das Material. Zack. Einfach mal 100 von jedem. Kann ja nicht schaden. So. Einmal Quaffen. Zack. Einmal anziehen. Super. Schickimicki. So, was haben wir noch? Hose. Habe ich schon gebaut. Wo-Pants. Ich habe Level 3. Nice. Nice, nice. Zack. Sweet Bones. Wow. Okay. Gut. Ich denke mal, eine Runde machen wir jetzt noch und dann muss ich erstmal. Los. Ich habe noch leider noch was anderes zu tun. Wie gesagt, ich kann nicht nur spielen. Muss mich auch ein bisschen um die Community kümmern. Da fühle ich mich echt schon wie so ein Geschäftsführer. Mit dem ganzen Management und sowas alles. Und ja. Also auch hier nochmal Aufruf, ne? Wer Bock hat, mit Discord mitzuleiten, Ideen hat, wie man was verbessern kann. Auch wie man so Community so belohnen kann oder was weiß ich nicht. Ja, mit Events oder wer Events-Ideen hat, wer Bock hat, in Bereiche zu machen, immer gern. Rankommen, immer gern gesehen. Gemeinsam kann man Großes erreichen. Ja. Nicht verkriechen auf einzelnen Discords und dann sagen, ja, ich mache mein eigenes Ding. Nein, man kann viel gemeinsam schaffen. Und was ist wohl schöner, wenn man lieber zwei Discords hat, ja, wo die Spieler vielleicht 10 Leute nur auf dem Server sind, oder wenn man einen Discord hat, wo auf einem Server vielleicht 20 sind oder 30 sind. So, wenn man natürlich so human ist oder so sozial ist natürlich. Wenn es natürlich Leute gibt, die lieber unter sich sein sollen oder wollen, dann ist das klar. Aber ich meine, so gemeinsam kann man schon viel erreichen. So.
Oh, jetzt kann ich Kristalle abbauen. Oder auch nicht. Alles klar. Oh, Wuffis kommen jetzt. Wuffis. Los hier. Zack, zack, zack. Ahahaha. Ahahaha. Es geht wie Leuchtfeuer geht es hier. Also man sieht die Blitze nicht, aber man hört sie. Wie die hier richtig durchgehen. Nice. Geht auf jeden Fall ganz gut. Ich pelz dir übelst kaputt, ey. Ist Wahnsinn. Man muss echt aufpassen, dass man sich hier nicht festhängt, ja. Also es ist echt, echt easy going hier. Oh, ein Helm, schön. Skill Upgrade. Juhu. Hallo Wuffi, na, geht's dir gut? Man muss einfach nichts mehr machen. Schon nice. Das ist schon richtig nice. Oh, was hier? Learn Crafting Blueprint. Okay. Timber Pacers. Aber guck mal. Was die eine hat hier an Speed hat. Krass. Das ist schon gut. Speed habe ich schon ganz gut lang jetzt so gekriegt. Nicht schlecht. So, okay. Wieder zurück. Jetzt geht es eigentlich recht zügig. Oh, Respect Station. Ah. Gain back all skills and stats points. Okay, da ist dieses Ding also. Cool. Verstehe ich. Gut. Glory to the brave. Das sind Schind, okay. Letterworking. Ah. Timber Bracers. Was sind das? Das sind bestimmt hier solche Dinger. Okay, haben wir recht. Sind solche Dinger. Gut. Wolfpell, Toasties. Wieso kriege ich die hier?
Und warum zählen die jetzt nicht als Dings hier? Okay, Workbank. Kommen so langsam die etwas größeren Sachen. Aber wir haben ja lila, also warum soll ich das weggeben? Solange wir lila haben, mache ich erstmal jetzt nichts großartig. So, wir haben 2, 3. Mason ist schlechter. Wir haben die Axt ist schlechter. Oh, das natürlich ersetzen. Oh, cool. Jetzt sehen wir natürlich richtig stylisch aus. Critical Damage. Ich würde gerne, na gut, kritische Chance. Müssen wir hochkriegen, auf jeden Fall. Also 30-40% will ich schon haben, denn boomt das bestimmt. So, Spear haben wir. Den Wort, okay, gut. Gut, 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 gut. Kriegst 100%. Ja, na dann machen wir 100%, oder? Ist doch besser als gar nichts. Zack, die Dinger packe ich mal weg. Die sind bestimmt wertvoll. Was mir nicht so gefällt, sind die Drachen. Ich habe hier so eine Drachen. Die gefallen mir noch nicht so ganz. Dragon Falls, Desolates, your hits have chance. Das mit den Totems war nicht schlecht, weil die schön breit sind. Ne? Das mit den Wölfen war auch nicht schlecht, weil, aber die waren direkt vor mir. Könnte so als Notfall-Dings wahrscheinlich sein, aber ich nehme mal lieber die Totems. Ich glaube, das boomt ein bisschen mehr. Mit den Totems. Jetzt kriege ich noch mehr Skill, noch mehr Attack Speed. So. Okay. Die packe ich hier auch mal rein. Kann ich denn das aufwerten, auch wenn sie mein Stash ist? Okay, müssen wir nachher mal rausfinden. Das geht. Obwohl, wir können ja mal hier gucken. Letterworking? Nein. Okay, also wir müssen es im Inventar behalten. Okay. Gut. Mehr neue Sachen kann ich ja nicht bauen. Okay, okay. Aber sieht schon ganz cool aus, ja? Hat schon was. So. Okay, eine Runde machen wir noch. Die letzte denn. Eine kleine Runde machen wir jetzt noch. So. Okay. Einfach alles zu schnetzeln aus dem Weg. Hier kommt Bob der Bauabreißer. So. Einfach mal ein bisschen Platz schaffen. Okay. Noch eine letzte und dann noch eine letzte. Ja, genau. Das erinnert mich so ein bisschen an Echo. Da denkst du dir auch, ach, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Und dann hast du schon 3 Stunden später, ey, und sagst, oh, schon um 3. Aber ich muss das doch noch fertig machen. Und dann haben wir schon um 4. Und dann, ach, das muss ich doch noch fertig machen. Und man wird einfach nie fertig mit seinen Aufgaben. So. Zack. Totem sieht richtig gut aus. Man ist nur noch am Laufen. Aber es leckt auch. Also ein bisschen. Ich glaube, damit übertreibt man so ein bisschen. Oh, Bogenschütze. Auch mal da. Yay. Zack. Also Totems in Verbindung mit dem Blitz. Gut aus.
Das ist echt schon nice. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, wie das aussieht hier. Überall Totems. Also, es laggt aber mit der Zeit. Also, das sollte man nicht so oft machen. Oh, weia. So schnell geht's. Das ist Wahnsinn. Oh, jetzt kriege ich einen dritten Stern. Chain Reaction of Electricity Damage of Group of Eminis. Okay. Chain Reaction. Elektrizitätsschaden bei einer Gruppe von Gegnern. Moment, a beam of fire that damaged enemy in front of it. Okay. Okay, a chance that blades will erupt. Also hier sind Blades wieder. Okay. A beam of fire. Also ein Beam, das Beam, es könnte von oben sein, was. Okay. Aber das hier mit Group of Enemies, das ist schon nicht schlecht. Das sieht noch interessanter aus. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder was Neues dazu bekommen. Jetzt möchte ich es gerne ausprobieren. Ah. Das ist so ein Nervenkitzel, ja. Da möchte man echt unbedingt das ausprobieren. Aber nee, wir machen jetzt nur alles kaputt hier. Holen unser... Oha. Krass. Also diese Blitze, die sind wohl in meiner Nähe. Okay, cool. Krass. Ja, einfach aus Knochen so ein Glas-Sound entsteht. So. Nicht schlecht. Okay. Cool, jetzt geben wir noch die Dinger ab. Genau. Gibt es noch was Neues? Gibt's was Neues? Nee, sieht nicht danach aus. Wollen wir kurz durch, was es Neues gibt. Okay, hier war so eine White Pant, aber... Ach, Hose wieder. Hose können wir sogar... Ah, fehlt mir wieder das hier. Machen wir ein bisschen hier. Zack. Haben wir genug Sachen. Okay. Ach, wieder. Irwin in Gott. Kann ich an die rausgehen? Macht er trotzdem? Okay, cool. Macht er trotzdem. Nice. Schön. Gut, White Leather Ding hier. Die Handschuhe brauche ich nicht. Okay, das ist natürlich nice hier. Das ist nice. Oh, was ist das? Oak Warrior Skull Can of Matchery? Das ist doch sowas hier. Ja, Matchery, okay. Oh. Two-Handed Weapon. Ich mag ja Schwerter, ne? Also Schwerter ist mein Ding. Das mag ich mehr als eigentlich so Maces oder so. Oh, Item Level 3. Oh, das dürften fast schon Dinger sein. Wie hoch geht's denn? Geht's nur bis Item Level 3 oder geht's noch höher? Zwei ist blau. Ah, nee. Ach nee, das hat nichts mit der Farbe zu tun. Okay. Hat nichts mit der Farbe zu tun. Okay. Aber Farbe, denke ich mal, was ist das Beste? Orange, ne? Also es gibt ja Grau, Grün,
Ja, das weiß ich. Farbe ist Ding so. Grau, grün, lila. Dann denke ich mal, nach lila kommt gelb oder was das ist, ne? Violett ist das höchste. Okay. Nicht die Farbe hier. Bei den meisten Spielen ist es ja meistens so immer gelb, orange sind meistens immer die höchsten. Okay, Violett ist das höchste. Okay, cool. Nice, nice. So, okay. Leider ist von den Waffen nichts besser. Mace ist Maul. Okay. Haben wir doch hier, haben wir hier einen. Okay, Two-Handed. Two-Handed Weapon. Ah ne, warte mal. Hier, aber Einhand ist besser. Dann Einhand-Dings. One-Handed. Wall haben wir nichts besser. Dann Zweihand. Das hier, Zweihand, Zweihand. Weiß ich noch nicht genau, so lange spiele ich es auch noch nicht. Und es gibt Dungeons, in denen ich noch nicht drin war. Ah, okay. 5 ist der Speer. Der Speer ist nicht besser. Okay. Krass. Der Speer ist nicht besser, komm. Kannst du mir nicht erzählen? Der hat nur 4 Unterstats und der hat hier fast 6, 7 Unterstats. Komm, natürlich ist der Speer besser. Also. Critical Chance, nur wieder Critical Chance. Krass. Aber ich finde den besser. Egal, was der jetzt sagt, mir egal. Der ist besser. So. Das kann hier rein, zack. Das kann da rein. So. Das kommt hier hin, zack. Dann kann der Rest eigentlich auch schon wieder verwertet werden. Nochmal Perks, zack. Haben wir noch Tab. Agility. Ah, Critical Chance kommt langsam hoch. Das ist gut. Aber eigentlich brauchen wir keine Critical Chance. Wir ballern einfach alles um. Das ist eigentlich vollkommen egal. Okay, gut. Aber jetzt Combat Rating beinhaltet Damage, CC und CD, Attack Speed nicht. Fake, okay. Attack Speed, also ich finde es schon interessant. Ja gut, eigentlich jetzt hast recht, eigentlich brauche ich gar keinen Attack Speed, wenn ich die Fertigkeit habe. Da brauche ich eigentlich eher Energie. Da wäre Energie nicht schlecht. Das hier eigentlich, Endurance. Und falls sie mich doch mal treffen, dann wäre ja Energieregeneration nicht schlecht und halt Mana, ne? Nicht Mana, Leben, Regeneration oder eben Lebensdiebstahl. Aber ich glaube, ich komme mit Agility komme ich, glaube ich, gut hin. Agility und ja, mal gucken, vielleicht wird es auch Endurance. Also Agility definitiv, denke ich mal. Crocs liegen kein Life. Okay, also bringt mir das also auch nichts. Also nur direkten Schaden, ne? Gut, dann bringt mir das also auch nichts. Okay. Ah, dann gehen wir Full Damage. Einfach. Agility, Critical Chance und Critical Damage, dann einfach. Fertig. Ah, wir gucken, wie weit wir nachher kommen. Okay, gut. Ja.
dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Das war das Spiel Dwarven Realms. Ich habe eher gedacht, es geht hier wirklich so um Zwerge. Ne, weil Dwarf klingt irgendwie so nach Zwerg, aber okay. Kann natürlich auch heißen oder bedeuten, dass es kleine Instanzen sind. Ja, das kann es natürlich auch bedeuten. Was ja auch der Sinn macht, warum es instanziert ist und sowas alles. Und ja, also ich finde es nicht schlecht. Macht einen guten Eindruck. Dafür, dass es noch frisch ist, noch in der Early-Phase ist, in der Alpha-Phase ist, macht das eigentlich einen sehr guten Eindruck. Und ja, wer Bock drauf hat, wie gesagt, kann sich das gerne mal reinziehen. Und genau. Könnt ihr gerne auf den Discord kommen und sowas alles. Vielleicht kann man das mal ein bisschen zusammenspielen. Vielleicht, hoffentlich kommt vielleicht noch ein Multiplayer raus. Dann kann man das wirklich zusammenspielen. Und ja, würde mich freuen. Wie gesagt, kommt auf den Discord, quatscht mit uns, seid dabei. Und wie gesagt, wir haben nicht nur das Spiel, wir haben auch noch ganz andere Spiele. Wer Bock drauf hat, kommt auf die Community. Und genau, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Und ja, heute wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi Kowski, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.